Was derzeit der Haupttreiber an den Märkten ist, haben wir gestern nochmal eindrucksvoll gesehen. Wir hatten zunächst eigentlich negative Futures in den USA am gestrigen deutschen Feiertag, aber dann ging es nach oben, nachdem die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe schwächer waren. Damit also die Zinssenkungshoffnung wieder ins Spiel kam und die US-Indizes sämtlich ins Plus drehten, vor allem der Dow Jones, am wenigsten der Nasdaq. Und das kein Zufall vielleicht, denn wir haben gerade, was die Tech-Werte betrifft, gestern nicht wirklich tolle Zahlen bekommen. ARM war negativ, Roblox war negativ, Airbnb und so weiter und so fort, teilweise doch deutliche Minuszeichen, aber dann eben diese Erstanträge und alles war wieder schick. Hurra, wir werden bald Zinssenkungen bekommen, das vor den Inflationsdaten am nächsten Mittwoch. Diesmal werden schon am Dienstag dann zuvor die US-Erzeugerpreise kommen, wird auch wichtig, aber all das unter minimalsten Volumen, da ist wirklich fast keiner dabei. Wir wollen uns die Dinge mal anschauen und vor allem über die Geldströme kurz oder hier mal diese Geldströme, was derzeit an den Märkten passiert, skizzieren. Hier sehen wir den Dow Jones, gestern mit Abstand der bullischste Index mit 0,85% gestiegen, jetzt schon deutlich überkauft. Der Dow schließt damit so ein bisschen auf gegenüber dem S&P vor allem. Der DAX gestern unter minimalsten Volumen, weil eben Feiertag, aber Börse trotzdem geöffnet. Mit nach oben kann nur weitergehen. Und hier sehen wir mal das Volumen. In der NYSE hatten wir vorgestern, also am Mittwoch, den geringsten kompletten Handelstag, was das Volumen betrifft, seit 2019, das muss man sich mal vorstellen. Also da war wirklich nichts los, das sehen wir dann auch im SPY, also dem maßgeblichen ETF, 36 Millionen Kontrakte, das ist unterirdisch. Gestern dann immerhin 43, ist auch sau wenig. Im Durchschnitt ist so um und bei 80, also wir sehen um und bei das halbe Volumen, was normalerweise an den Start ist, am Start ist, aber es sind diese Zero-DTE-Buyer, also diese Calls, die noch am selben Tag verfallen, die das Ganze offenkundig hier mit anheizen. Hier nochmal das, was dann sozusagen die Drehung gestern gebracht hat, die Erstanträge mit 231.000 über der Erwartung von 212.000. Das hat Gold nach oben gehoben, das hat hat die Renditen unter Druck gebracht, hat Aktien befördert, eben Rate Cut Hopes, das ist das Entscheidende. Hier sehen wir mal die Continuing Claims, also die fortgesetzten Anträge. Und die waren eigentlich ziemlich okay, aber die Erstanträge waren etwas höher. Jetzt also die Erwartung, naja, siehst du, wenn der Arbeitsmarkt schwächer wird, das hat doch der Jerome Powell gesagt, dann können wir bald die Zinsen senken. Schauen wir uns mal hier die Reaktion an. S&P 500, jetzt der überkauft, hat diese 5200er Marke überwunden, die eine wichtige Optionsmarke war. Aber hier sehen wir nochmal der Nasdaq, der hier wieder in dieser Seitwärtsrange drin ist. Heute neue Berichte übrigens, dass die Apple Store Daten zeigen werden aus dem April, dass die Umsätze von Apple deutlich rückläufig sind oder deutlich schwächer sein sollen als im März. Aber eins zeigt sich eben hier, diese Call Wall, die nach wie vor besteht vor dem nächsten Verfall. Da ist also Rieseninteresse. Wir sehen hier unterhalb von 5200 ist nicht mehr viel. Wir haben gestern 34 neue Hochs gesehen im S&P 500, nur zwei neue Tiefs. Aber wenn wir uns die Rallye mal anschauen, was ist gestern super gelaufen? Wieder mal Real Estate, defensiv, also Immobilienwerte, Utilities, die großen Gewinner, Versorger, also Wasser, Strom, Gas etc., Energy und so weiter. Ganz hinten Technology, interessanterweise. Also wir sehen, dass Technology nicht mehr der Treiber ist. Hier sehen wir unten mal den SOX, also den Halbleiterindex. Das geht hier so seitwärts. Ebenso eigentlich der Nasdaq 100. Hier diese kleinen Kerzen, die wir hier sehen, unter dünnsten Volumen, das sehen Sie hier unter diesem Nasdaq 100 rechts. Da ist wirklich Dunkeltuten angesagt. Und schauen wir uns mal den Nasdaq an. Den Nasdaq 100, dann sehen wir die Aktien über 50-Tages-Linie, ja, gestiegen, aber lange nicht so wie eben der Index selbst, und das gilt auch für die Aktien über ihrer 200-Tages-Linie. Das heißt, die innere Struktur dieser Tech-Werte ist nicht so richtig gut, nicht so richtig überzeugend, da haben wir eine negative Divergenz. Und jetzt gucken wir uns mal zum Beispiel Finanzwerte an, die ja super laufen derzeit. Goldman Sachs, neues Allzeithoch, kompletter Ausbruch, und das alles sehen wir dann auch mal in diesem Vergleich auf Tagesbasis. S&P 500 Daily, der steigt weiter.
Und ist der höher oder ist in Relation zum Nasdaq stärker derzeit? Das ist also eine Divergenz zwischen dem S&P 500 und in dem Nasdaq. Das ist normalerweise jetzt nicht das Zeichen, dass hier die Dinge super sind. Oft sieht man, wenn der Nasdaq nicht mehr zieht, aber der S&P noch läuft, dass dann bald eine Korrektur droht. Diesmal auch Fragezeichen. Schauen wir uns mal die Stimmung erst an. Hier sehen wir wieder bullisches Sentiment, nur noch 23,8% Bären. Auch die Vermögensverwalter sind jetzt hier wieder dick dabei mit 91,55%, in der Vorwoche ja nur knapp 62%. Also Stimmung ist wieder ziemlich bullisch, allerdings der Fear and Greed Index noch sehr moderat, fast gerade noch sozusagen im Furchtbereich. Und das, wo der VIX, also das Angstbarometer, wenn man so will, das Volatilitätsbarometer, den niedrigsten Stand seit Januar 2023 erreicht, unter der Marke von 13. Das sehen wir dann auch beim VWIX. Das sind praktisch, der VWIX zeigt an, wie teuer ist es, Absicherungen auf der Unterseite sich reinzulegen. Und die sind so günstig wie jetzt schon lange nicht mehr. Allerdings, wenn wir uns den Optionsmarkt anschauen hier unten, dann sehen wir, das dürfte sich zu den CPI-Daten dann deutlich ändern. Da wird ein Anstieg erwartet der Absicherungsprämien gewisserweise. Wie gesagt, wir haben ja schon jetzt am Dienstag dann die Erzeugerpreise. Hier sehen wir übrigens nochmal der VIX in so einem fallend, aber in so einem bullischen Wedge. Normalerweise ist das ein Signal, dass da bald was nach oben kommt in Sachen Volatilität. Hier sehen wir oben links mal den HYG, das sind diese Junkbonds, und unten den S&P 500. Und wir sehen, die Junkbonds haben diese Rallye nicht so mitgemacht. Der S&P weiter gestiegen, die Junkbonds verharren, haben diese Rallye also nicht mitgemacht. Auch das nennt man eine negative Divergenz. Zumal jetzt Liquidität im Bankensystem in Relation zum S&P 500 immer weiter auseinanderklafft. Und das sehen wir in diesem oberen Chart. Geld geht weiter, wie die Daten gestern gezeigt haben, in Geldmarktfonds, jetzt wieder über 6 Billionen, die da drin sind. Aber entscheidend eben diese Daten zur Inflation, denn dann wird sich zeigen, sind diese Zinssenkungshoffnungen berechtigt, ja oder nein. Bank of America sagt, Inflation wird zu hoch bleiben, um sozusagen komfortabel zu sein. Also die Fed wird dann nicht so schnell senken können. Morgan Stanley sagt, ja, der Abstieg der Inflation beginnt. Man erwartet 0,3% Anstieg zum Vormonat, und Fundstrat, die Dauerbullen, sagen, ja, dieses Inline, die Daten werden inline kommen, also so wie erwartet, und das dürfte dann den Aktienmärkten weiteren Auftrieb geben. Buy in May, also nicht Sell in May, sondern Buy in May. Gestern geholfen bei der Rallye hat auch, dass wir eine ziemlich gute Auktion 30-jährige US-Staatsanleihen gesehen haben. Das hat dann die Renditen ein bisschen unter Druck gebracht, die jetzt an einem neuralgischen Punkt sind. Das wird also wichtig, was passiert mit den Renditen, also wie teuer ist Geld, die Kapitalmarktzinsen. Das ist ein entscheidender Punkt. Und wenn wir nochmal zum Fundamentalen kommen, zur US-Wirtschaft, da wo man sich ja fragt, warum sind die Konsumenten so lange so stark gewesen? Warum ist die Wirtschaft so lange so stark gewesen? Einer der Gründe ist, dass die Leute praktisch dieses Buy Now, Pay Later gemacht haben, also kaufe jetzt, zahle später. Und das wird langsam zu einem riesigen Problem. Immer mehr können sozusagen jetzt diese Schulden nicht mehr bedienen. Und auch in der Corona-Zeit sind die Credit Scores artificially higher gewesen. Das heißt, da wurden die Kreditinstitute angewiesen, nicht so genau hinzugucken, sozusagen bei den Konsumenten wegen Corona etc. Das alles rächt sich jetzt. Die Leute haben sich letztendlich schuldentechnisch überhebelt. Früher oder später wird das ein Riesenproblem, und der Konsument wird vielleicht nicht mehr so mitkommen. Kommen wir nochmal nach China. US set to impose tariffs on China EVs, also Elektrofahrzeuge, werden Zölle erhoben und andere Key-Sektoren. Citigroup sagt jetzt, okay, die Rallye der chinesischen Aktien, die dürfte jetzt mal aufhören, weil schlichtweg die Gewinnsituation da nicht mitkommt. Hier sehen wir mal Revenue Growth, chinesische Aktien, nicht wirklich erkennbar. Dagegen stuft man Indien hoch. Dennoch sehen wir eben diese Rallye in China, auch eben vor allem bei Immobilienaktien, nachdem immer mehr Städte die Auflagen für den Immobilienkauf lockern. Und das beflügelt dann die Fantasie. Die Führung in Peking muss den Immobilienmarkt stabilisieren, sonst hat man ein riesiges Problem. Zwei Empfehlungen, meine Damen und Herren. S&P 500 surft auf der Momentumwelle. Ist das nächste Ziel jetzt
5.700 Punkte wären 500 Pünktchen mehr. Das wäre ein ziemlicher Schluck aus der Schnapsflasche. Erste Empfehlung, gerne weiterempfehlen über Social Media. Und die zweite, ja, was passiert jetzt mit dem DAX? Neues Rekordhoch. Wie viel Saft ist noch im Tank? Das ist die zweite Empfehlung. Jetzt sage ich erst einmal Servus, ciao.